herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial-Teil hier im 10. Teil. Und heute lassen wir nochmal die alten, ich sag jetzt mal alten Minecraft-Generationen wieder aufleben mit Better World Generation für die Version 1.3.2. Und ja, wie der Name schon sagt, also, ja, klar, es sind neue Welttypen vorhanden, also besser gesagt ein neuer Weltgenerator. Da gab es ja verschiedene. Da gab es einen für die Beta-Generator, dann einmal für die Alpha. Dann gibt es auch noch neue Biome, neue NPC-Häuser, also Dorfbewohner, neue Häuser. Sand- und Kiesstrände, also Kiesstrände wurden da neu. Alte Clay-Generation, also und die Biome haben verschiedene Farben, wurde auch hinzugefügt. Und das hatte ich ja schon genannt. Beta- und Alpha-Welt-Generation. Dann haben wir hier noch mehr Vielfalt von allem. Also ist es alles ein bisschen größer gehalten und so. Mehr Berge natürlich, wie man hier schon auf dem Screen sieht. Das ist der Generator von der Beta. Es sind hier ein paar Ausschnitte gezeigt. Hier einmal von der Alpha. Ich scrolle jetzt einfach nur mal ganz schnell durch. Weil... So. Und hier haben wir dann den Download. Drückt ihr hier auf Better World Generation, auf diesen Download-Link hier. So, Datei speichern. Ist eigentlich gar nicht so ein großer Mod. Ja... So, und da haben wir ihn auch schon runtergeladen. Der Mod ist wie immer in der Beschreibung drin. So, und da machen wir gleich mal weiter und drücken Windows-Taste und R. Geben ein Prozent App Data hoch, Prozent. So. Gehen in den .Minecraft-Ordner, in den Bin-Ordner. Dann haben wir hier eine Minecraft-Datei. Da macht ihr einen Rechtsklick drauf. Also hier ist nur Minecraft. Öffnet das mit 7-Zip oder WinRAR. Wie in jedem Minecraft-Tutorial sind die dann auch wieder in der Beschreibung vorhanden. So, dann haben wir hier die Minecraft.jar, wie es hier oben drin steht, geöffnet. Die legen wir hier erstmal beiseite. Hoch. Gehen dann noch... Ich mache es gerade ein bisschen umständlich, ich weiß. Dann gehen wir in die Downloads und öffnen Better World Generation. Mit Rechtsklick, öffnen mit WinRAR. So. Dann haben wir hier ja alles. Huch, so. Das legen wir in den Hintergrund. Dann, warte, machen wir den Mod hier rechts hin. Und die Minecraft-Datei hier. Andersrum. Mod links. Minecraft-Datei rechts. So, dann markiert ihr alle Dateien aus Better World Generation, also den Mod, und klickt mit Linksklick auf irgendeine markierte Datei und zieht das einfach rüber in die Minecraft-Datei. So, drückt hier OK. Und dann noch das Allerwichtigste, der Meta-Inf-Ordner. Der muss weg. Alles groß geschrieben. Ja, der muss einfach weg, weil der blockiert Mods. Einfach rauslöschen. So, weil wenn ihr das nicht macht, gibt es ein Black Screen und wäre ja doof. So, und dann haben wir eigentlich schon alles installiert. Funktioniert schon. Kann jetzt leider nicht in-game gehen, weil da gibt es so viel zu zeigen. Alleine im Hauptmenü schon. Und ja, und in-game, das geht gar nicht hier auf dem Laptop. Also, das zeige ich dann wahrscheinlich mal in einem Review. Aber dazu gibt es später mehr. Und ja, da würde ich sagen, wir sind dann auch schon wieder am Ende von unserem kleinen Minecraft-Tutorial hier. Ist inzwischen im 10. Teil. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Mir hat Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, auch und übrigens, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder was nicht funktioniert, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gucke da immer mal ein bisschen durch. Und ja,
Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Tutorial-Folge. Tschüss.